Okay, wo ist der Köter? Ja. Betrachtet die Sache als erledigt. Hier unten kann er noch sein. Wo hab ich sie nur? Er wird nicht außerhalb des. Er wird nicht außerhalb der Mauer spazieren gewesen sein, oder? Wenn doch, dann erwürge ich jemanden dafür. Wie ihr wünscht. Also der Hund ist entweder ein Wolf oder ein Schäferhund, der ja auch rumlaufen könnte. Wenn es ein Schäferhund ist, erleide ich einen Anfall. Denn die haben keine Lebensbalken oder sonst irgendwas. Das heißt, Tapp würde mir nicht im Mindesten helfen. Aber es scheint zumindest nicht so viele Tiere unterwegs zu sein. Genau darum sehe ich gar keine Tiere auf der Karte. Wenn ihr meint. Ja, ist gut. Jawohl! Ja? Ja? Jawohl. Ein Waldstück mit den Nadelbäumen. Alles ist voller Nadelbäume. Gut. Jawohl. Ja. Ja, ist gut. Wie ihr wünscht. Wenn ihr meint. Wenn wir es getötet. Wird gemacht. Sind verfeindet. Wir sollten noch nicht reingehen. Gut. Ja. Wir haben keine Bombe. Wir können nichts gegen die tun. Wahrscheinlich wurde uns deswegen spezifisch die Bombe abgenommen, damit wir nicht in der Lage sind, die zu töten. Ja. Denn wir könnten das ansonsten. Gut. Jawohl. Ja. Gut. Im Waldstück mit den Nadelbäumen. Welche Nadelbäume? Na gut, Köter suchen. Suchen wir Köter. Wie sieht's mit hier unten aus? Müssen wir durch den ganzen verdammten Wald schon wieder laufen? Wenn ja, dann wäre das wieder so eine Sache, wo ich mir denke, oh nö. Das sind ja keine Nadelbäume, das sind Birken. Wird gemacht. Wir laufen trotzdem nur durch. Wie ihr wünscht. Wird gemacht. Er könnte jetzt überall sein. Gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Gut. Ja, ist gut. Gut. Ja, ist gut. Wenn ihr meint. Wird gemacht. Wenn ihr meint, wie ihr wünscht. Wird gemacht. Ja? Jawohl! Jawohl! Wird gemacht! Jawohl! Da ist er! Hundi! Hab ich gefunden! Dann komm mal mit mir! Ich bring dich zurück zu deinem Herrchen! Okay, pures Glück! Pures Glück! Wir hätten jeden anderen Waldabschnitt auch noch erkunden können. Warum kommt der Hund nicht mit? Töle! Bewegst deinen Arsch! Oh, was ein Glück! Ich stand kurz davor zu sagen, okay, das ist eine Suchquest. Ich pausiere die Aufnahme und suche. Und dann lade ich neu. Damit wir direkt wissen, wo wir sein müssen. Das wäre mein direkter Vorschlag gewesen. Aber glücklicherweise wurde das dann nicht nötig.
Was ein verdammtes Glück. Erklärt aber noch nicht, wo die fünfte Person ist, der wir helfen müssen. Ich glaube, das werden wir schon noch sehen. Vielleicht tut sich hier jemand auf, sobald wir... Naja, den vier Leuten, die wir gesehen haben, geholfen haben. Ihr habt ihn gefunden, vielen Dank. Vielen Dank für. Vielen, vielen Dank für. Ich war schon ganz im Sorge um ihn. Toll. Betrachtet die Sache als erledigt. Dann zum Bürgermeister, Banker hier oben. Wisst ihr, wenn die Soldaten rekrutiert werden, gehe ich fest davon aus, dass die einfach ins Nichts verschwinden. Einfach weil, warum nicht? Manchmal machen die das bei gedrehten Gebäuden. Oh nein. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Er hat es schon wieder getan. Er hat schon wieder die Tore falsch rumgebaut. Tore, Stadttore, öffnen sich nach innen. Immer. Aha. Die Mauern sind nicht gebaut worden, um die Einwohner sicher zu halten. Die Mauern sind so gebaut worden, um die Einwohner drinnen zu halten. Stadttore öffnen sich immer nach innen. Ah! Okay, weiter geht's. Wenn ihr meint? Genug der Melodramatik. Gut, ja, ist gut. Ah. Wenn ihr meint, ja, ist gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Ah, willkommen, ein zahlungswürdiger Bürger, der mir sein Geld vermachten will. Vermachten? Ah, tut mir leid, aber ich habe kein Geld. Ich bin nur hier, um zu erfragen, ob ihr irgendwas Hilfe bräuchtet. Schade, ich dachte schon, ihr hattet einige Münzen für mich. Aber in der Tat, ihr könnt mir helfen. Ich habe ein gebrochenes Bein und kann den Beinen nur langsam durch die Stadt laufen und den Leuten ihre Steuern abnehmen. Vielleicht könnt ihr für mich an meinen Karren durch die... könnt ihr mit meinem Karren die Steuern aus den Banken und die Kollekten aus den kirchlichen Gebäuden holen und sie hier zurückbringen. Bin zwar nicht der Beste, was Geld abholen belangt, aber das sollte ich wohl schaffen. Ich komme dann mit dem Karren zurück zu euch. Alles klar. Wie ihr wünscht. Geld abgeholt von der ersten Bank. Auf zur zweiten Bank. Wir wissen von 5 Banken und 3 Kirchen. Kirchliche Gebäude haben wir schon alle hier. Das ist Bank 2. Ich stinke? Das kann nicht sein. Ich bin frisch gebadet. Letzten Monat erst. Jetzt sind wir auf die Bewegungsgeschwindigkeit dieses verdammten Karrens angewiesen. Bank 3, Bank 4. Bank 5. Ja gut, Bank 3. Der Hauptmann quatscht uns zum Glück nicht ungefragt an. Dann gehen wir zuerst zu der Kapelle hier hinten runter. Sobald der Karren mitgeht. Dann hier rüber und dann können wir von hier aus da reingehen, das mitnehmen und hier aus dann zurückkommen, um diese beiden aufzusammeln. Dann haben wir es an sich. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Zuerst mit der alleinigen Person im Süden. Da weiß ich nicht, wie weit von Süden die Rede gewesen ist. Ist das die alleinige Person im Süden?
Ich bin mir da auch nicht sicher. Ja? Was? Vielleicht die Abtei? Ja? Oder müssen wir die Gebäude separat nehmen? Und zuerst die Banken und danach die Kirchen einsammeln? Wenn ja, dann müssen wir noch mehr im Kreis laufen. Gut. Bank. Gut. Wobei ich mir vergleichsweise sicher bin, dass damit schon dieser Sägewerker gemeint war. Denn die Aufgabe zu suchen nach einem Hund in diesem ganzen Gebiet hier wäre wahrscheinlich wirklich die längste Aufgabe gewesen, wenn wir nicht pures Glück gehabt hätten, dass wir das richtige Waldstück erkundet haben. Betrachte die Sache als erledigt. So, können wir von der Kirche Geld abholen? Wenn ihr meint? Oder müssen wir wirklich erst die Schatzkammer und dann die Kirchen abarbeiten? Gut. Sag mal, ja. Geht's dir gut, Händler? Jawohl. Ja, ist gut. Jawohl. Betrachte die Sache als erledigt. Okay. Gut. Dann zuerst die Banken, dann die Kirchen. Ist der Karren lahm. Mach hinne, Junge. Zieh schneller. Lass rund gehen, den Karren. Hier ist die Jahrhunderte später. Kann nicht so schwer sein, kurz mal so eine 45-Grad-Steigung hochzuziehen. Unglaublich. Wenn ihr meint. Eine 50% steigen ist doch gar nichts. Jawohl! Wird gemacht! Wird gemacht! Jetzt zur Kathedrale hoch. Gut. Wenn ihr meint. Gut. Aber geht's dir gut, Karren? Ja, ist gut. Ja? Betrachte die Sache als erledigt. Wird gemacht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Verarsch mich nicht, okay? Na also. Kathedrale. Jawohl. Dann runter zur Kirche. Komm, bergauf soll es doch schneller gehen. Setz dich einfach drauf und dann, hui. Da kannst du am besten auch direkt hier einfach direkt die gerade Strecke hier runternehmen und mit so einer Action-Rampe rüberfliegen, die ganze Strecke direkt durch das Kirchdach durch, in den Kollektenbeutel rein und durch das Tor, durch das Kirchenportal wieder rauskommen. Das kriegst du hin, oder? Ach, Feigling. Keine Eier. Keine Eier einfach. Flieg doch einfach. Die Leute haben einfach keinen Sinn für dramatische Stunts. Das ist sehr erbärmlich. Sehr traurig. Unterwältigt. Schier mittelmäßig. Wir sind umgeben vom Mittelmaß. Das ist ja
Einfach nur traurig. Jawohl! Okay, jetzt runter zur Kapelle. Und dann den ganzen Weg wieder zurück zum Bürgermeister. Zum Bürgermeister. Die Laufwege sind zu lang. Die Stadt ist an sich recht schön, aber ich glaube, sie hätte ein bisschen kompakter sein können. Oder die Aufgaben hätten kompakter sein können. Ein Fehler, den viele Open-World-Titel begehen, ist, eine riesengroße Welt zu haben und sie ist leer. Ich meine, hier gibt es immer noch ausreichend viel Schönes zu sehen überall. Aber wenn man regelmäßig von einem Ende der Karte zum nächsten geschickt wird, dann mürbt das sehr, sehr schnell. Gut, das Geld ist da, rüber. Ja. Wir haben alles leer geräumt. Machen wir uns auf den Weg. Und ich glaube, die Berghöhen sind ein bisschen sehr extrem. Also ich verstehe, dass Schmeling die Karte halt gemacht hat, um ein bisschen sich auch einzuüben in Landschaftsgestaltung und all derartiges. Aber wir sehen hier, dass die Landschaft, dass die Berge und die Hügel sehr extrem gezogen sind. Und deswegen ist die Textur sehr aggressiv gestretched. Das ist halt ein sehr hoher Aufstieg direkt. Manchmal erreicht man durch subtilere Sachen ein bisschen mehr. Ah, gut. Karre kommt gleich an. Mach schneller. Ah, Geld, herrlich. Mit diesem Bein hätte ich das niemals schaffen können. Kenne, dass Dirigentin wisst, dass ihr mir geholfen habt. Ihr habt euch wohl. Wird gemacht. Ja, habe ich wohl. Quick save. Wie ihr wünscht. So, mit dem Hauptmann A reden wir zuletzt. Wir gehen erstmal zum Anführer hier hinten drüben. Jawohl. Hin und fragen ihn, was er will. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass der Hauptmann sagt, jo, töte die Banditen. Und dafür gibt er uns noch ein paar Truppen oder so. Oder die Banditen zu bekämpfen, wird sozusagen das Grand Finale sein. Was auch möglich ist. Dennoch sehe ich immer noch nicht die fünfte Person. Wenn es nicht der Einsiedler da unten ist. Wird gemacht. Hallo. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Uns gehen momentan die Steine aus. Wir bekommen momentan keinen Nachschub. Findet in dieser Region einige drei offenliegende Steine und sprengt sie in kleinere Stücke, damit wir sie nutzen können. Ihr könnt sie daran erkennen, dass sie Risse haben. Wir werden die Steine selbst holen. Macht euch darum keine Sorgen. Und jetzt haben wir unsere Ausrüstung. Da haben wir die drei offenliegenden Steine. Ich sollte speichern, um zu schauen, ob wir unsere Bombe und Kanone nachbehalten dürfen. Wahrscheinlich wurden die dann wirklich gesperrt, damit wir nicht das hier aus Versehen kaputt, zu schnell kaputt machen. Das sind diese drei Steine hier.
Hab mich schon gewundert, warum hier Pilgrimsteine rumstanden. Ich dachte mir, die müssen bestimmt irgendwann weichen. Oder sie dienen da als Form von Baublocker, damit mir hier nichts drüber baut. Aber es scheint ohnehin nicht so, als wenn wir großartig was bauen würden. Und es heißt warten. Die Bombe hat zum Glück keinen zu langen Cooldown. 30 Sekunden geht ja klar. Und wenn der Sprengsatz dann richtig platziert ist, aber dennoch, ja. Das funktioniert auch bei jeder Bank. Wenn mich also hier niemand mehr braucht. Einmal gucken und dann hier rüber. So. Angst, ich verstehe was davon. Gut. Ja, ist gut. Ja. Gut, dann ist das gleich gemacht. Dann können wir mit dem Hauptmann reden. Dann läuft's weiter. Wahrscheinlich. Jetzt mal eine Kanone dahin. Kann ja nicht schaden, nicht wahr? Ich glaube, es sind nicht 30 Sekunden. Schon ein bisschen mehr als das. In 30 Sekunden werden jetzt vergangen. Wie ihr wünscht. Wahrscheinlich hat die Bombe wirklich also 45 Sekunden bis. Nein, 45 Sekunden werden jetzt vergangen. Es ist eine Minute. Die hat eine Minute Cooldown, wenn ich es richtig sehe. Ja. Etwa eine Minute Cooldown. Wird gemacht. Ja. Betrachtet die Sache. So, geben wir dem Stein jetzt Bescheid. Alles ist freigesprengt. Und die Bombe ist wieder weg. Toll. Wir hätten den Banditen damit töten müssen. Okay, der sagt einfach, dass wir ihm geholfen haben. Ohne weiteren Dialog darüber. Dann auf zum Hauptmann. Ja? Wusste, ich hätte den Umschlag der Kanone benutzen müssen, um hier draußen alles mit Kanonen zu pflastern für später. Hätten wir nämlich ein paar Kanonen hingesetzt, hätten wir die Feinde rauslocken können in die Kanonen, die wären dann gestorben. Betrachtet die Sache als erledigt. Betrachtet die Sache als erledigt. Betrachtet. Guten Tag. Wir hätten da ein Anliegen an euch. Die Banditen sind zunehmend eine immer größer werdende Bedrohung. Wir müssen bald etwas gegen sie unternehmen. Doch bevor wir gegen die Banditen vorgehen, müssen wir wissen, wie es um ihr Lager und um ihre militärischen Bestände aussieht. Nehmt einen unserer Kundschafter und versucht, Informationen über ihre Stellung zu bringen. Jawohl. Klar. Jawohl. Kunji 5. Ja. Helgen geht inzwischen nach hier unten raus und schaut, ob wir da draußen vielleicht eine einsame, einzelne Person finden, der wir helfen können. Gerne. So, Kunji kann die hier später aufdecken. Aber wir haben ja noch die Berge. Ja, wenn ihr meint. Ja, ja. Wir können die Gelegenheit nutzen, die Karte komplett aufdecken. Schaut in die Ferne. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Jawohl, mit Vergnügen. So, nutzen wir halt die Gelegenheit. Wenn ihr meint. Schaut in die Ferne. Ja, jawohl. Ja, ist gut. Wie ihr wünscht. So, einsam im Wald im Süden. Es könnte der Einsiedler wieder sein. Wenn ihr meint. Der vielleicht Hilfe braucht. Hatte ich mich ein bisschen drüber die Vermutung gehabt. Durch mein Fernglas. Gehen wir es abprüfen. Schaut in die Ferne. Natürlich. Mit Vergnügen. Der Kunde kann gleich hier schauen. Dann gehen wir mit dem Kundschafter hier runter und erkunden von dieser Seite. Ah, wie hier oben die Berge. Wir ziehen den Kunji wahrscheinlich dann eher zurück. Mal sehen.
schaut in die Ferne. Wir versuchen einfach so vollständig zu sein, wie es möglich ist. Jawohl. Ja. Jawohl. Wenn ihr meint, es ist Zahltag. Jawohl. Ja. Mit Vergnügen. Da ist der Einsied. Und der brennt. Wie ihr wünscht. Mit dem sollten wir angeblich anfangen. Meine Hütte! Meine schöne kleine Hütte! Einfach niedergebrannt! Dabei habe ich hier doch gar nichts getan! Warum müssen sie bedingt immer alles zerstören, was in die Quere kommt? Wo soll ich denn jetzt nur wohnen? Lass mich euch helfen! Ich werde euch ein neues Haus bauen. Ich muss dafür noch ein paar Arbeiter finden, die mir das Baumaterial beschaffen und dann das Haus bauen. Ja, habe ich mir gedacht. Na toll, wo findet ihr jetzt die Leibeigenen? Da, beim Stecken. Oh Gott, das einmal hin und her laufen. Deswegen hätten wir damit anfangen müssen. Hatte ich mir schon ein bisschen gefürchtet, dass es nicht die Suchaufgabe war. Alle anderen Aufgaben hätten wir nebenbei machen können. Seht durch mein Fernglas. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Seht her. Naja, nutzen wir Verzögerung der Kunden alles. Wenn Pilgrim wieder hochrennt. Natürlich, ja. Das war aber auch als Aufgabe nicht so offensichtlich ausgedrückt. Hätte man gesagt, geht zum Einsiedler im Wald, dann hätten wir gewusst, wer gemeint gewesen ist. Aber alleinstehende Person. Jawohl. Im Süden. Süden von ihrer Perspektive aus ist wortwörtlich die gesamte Karte. Seht durch mein Fernglas. Schaut in die Ferne. Seht durch mein Fernglas. Und jetzt müssen wir gleich das Material für ein Wohnhaus zusammenhacken. Schaut in die Ferne. Ja, für euch doch immer. Ja, mit dem Kunststück können wir halt die ganze Karte komplett aufdecken. Ich hoffe, wir müssen es nicht mit 4 Leibeigenen machen. Gib uns mindestens 8. Mit 8 Leibis sehe ich das in unserer Lebzeit noch möglich an, aber 4 Leibis wird eine Ewigkeit dauern. Wenn du mir 3 gibst, dann finde ich dich und erschlage dich einfach. Also an den Mapper gerichtet, logischerweise. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir Mapper inzwischen bedrohen. Guten Tag! Könnt ihr mir etwas behilflich sein? Ein Einsiedler im südlichen Wald hat sein Haus verloren und ich habe ihm angeboten, ein neues zu bauen. Allerdings habe ich weder Handwerker noch die Rohstoffe, um ein Haus bauen zu können. Könnt ihr mir da vielleicht ein helfendes Händchen reichen? Ja, das ließ sich schon einrichten. Meine Arbeiter haben gerade sowieso keine Arbeit zu tätigen. Deshalb ist die vorläufig in eure Obhut geben kann. Nur die Materialien habe ich nicht. Was habt ihr selbst beschaffen müsst? Oder beschaffen lasst durch meine Arbeiter? Ich bin euch frei zur Verfügung. Viel Glück. Ja. Gut. Hier die 100 Lehm beschaffen. Wir hätten wirklich alle anderen Aufgaben nebenbei machen müssen in der Zwischenzeit. Ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Ja. So, jetzt. Einmal hier hoch. So geht er nicht über die Brücke. Da können wir hier aufdecken. Dann können wir die Banditen einmal komplett erkunden. Die 100 Leben werden ein bisschen länger dauern als die 150 Holz, glaube ich. Warum konnten es nicht zumindest 8 Arbeiter sein? Ja. Jawohl, jawohl. Wie ihr wünscht, es ist Zahltag. Oh, wirklich, Zahltag. Das wird Ewigkeiten dauern. Die müssen halt 25 Mal zuschlagen. Für euch doch immer. Ich zeige euch den Weg. Denn mit jedem Schlag macht jeder Leibeigene einen. Und wir brauchen 100. Das heißt, wir kriegen pro Schlagrunde 4. Dann können wir die 100 durch 4 teilen, kommen wir auf 25. Und so haben wir jetzt erste Klasse Mathe wieder geschafft.
Gut. Vielleicht nicht jetzt Erster. Vielleicht schon Zweite. Oder Dritte. Ich glaube, es ist noch Dritte. Wo hat man Multiplizieren und Dividieren gelernt? Ich habe keine Ahnung mehr. Kindergarten. Muss Kindergarten gewesen sein. Nirgendwo sonst ist es möglich. Ich zeige euch den Weg. Mit Vergnügen. Für euch doch immer. Jawohl, aber sicher doch. Seht her. Aber sicher doch. So, Pillen konnten eine ganze Menge überleben mit Nähe zu denen. Ich zeige euch den Weg. Schaut in die Ferne. Und wir sehen, die haben nicht wenige Armbrustschützen. Der Leutnant wurde befördert zum Captain. Gute Arbeit. Jetzt wissen wir, mit was wir gegen wer wir bei Ihnen rechnen müssen. Ihr habt uns einen guten Dienst erwiesen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Was? Ich stinke? Das kann nicht sein. Ich bin frisch gebadet. Letzten Monat erst. Wird gemacht. So. Ja? Und einmal noch. Danke. Holz. Wenn's denn da draußen. Muss. Ja, ist gut. 150 Holz. Den gleichen Spaß also noch einmal. Aber ich glaube, Holz geht leicht schneller als reguläre Sachen, als alle anderen Sachen. Gut. Ja, ist gut. Ja. Warten, bis alle da sind. Ja. Ja, ja. Ja. Und an die Arbeit. Ja, die hacken 2 Holz pro Aktion. Die hacken heute doppelt so schnell wie alle anderen Ressourcen. Was bedeutet, das wird viel schneller gehen. Ja. Sehr schön. ist jetzt natürlich nur so mäßig durch 4 teilbar. Aber das geht ja schon klar, nicht wahr? Enden wir halt im Zweifel bei 152. Haben 2 Holz übrig. Ein Baum ist weg, 75 Holz haben wir schon mal. Okay, dann müssen wir einfach nur einen zweiten Baum vernichten. Dann werden wir genug Holz haben. Wenn ein Baum 75 drin hat... Dann geht das ja auf. Ihre Steuern. Wie lernen wir bei 99, wenn der 2a? Hä? Ah ja, weil dazu drin nur ein einziger noch drin war. Deswegen. Da wurde plus 2, wollte man plus 2 rechnen, aber es ist halt nur plus 1 bei rumgekommen. Deswegen landen wir hier auf einer ungeraden Zahl. Und jetzt noch kurz mal zweimal zuschlagen. Natürlich. Und rüber da.